Silvester-System wurde entwickelt, um uns zu schützen. Unser aller Erlöser. Es galt als ultimative nukleare Abschreckung. Doch es wurde zu unserem Henker. Berichten zufolge soll das Nester während einer Routineüberprüfung der Systeme einen Fehler entwickelt haben. Glauben Sie das nicht? Die Fehlfunktion folgte einem Plan mit dem Ziel, uns auszulöschen. Atomraketen waren auf alle größeren Städte der Erde gerichtet. Und das Nester war darauf programmiert, den Kollaps zu starten. Als die Raketen ihre Ziele suchten, versagten seine Laserverteidigung und seine Raketenabwehr auf dem Boden. Die Welt, wie wir sie kannten, hörte auf zu existieren. Der nukleare Winter traf uns hart. Viele, die den Nuklearschlag überlebt hatten, wurden von Krankheiten und Hungersnöten dahingerafft. Die Überlebenden kämpften buchstäblich um jede Hundefutterdose. Anfang 86 flohen wir aus Seattle. Wir hatten gehört, dass die Rocky Mountains relativ frei von Strahlung sein sollten. Nachdem wir einige marodierende Banden zurückgeschlagen hatten, stießen wir auf die Basis. Ihre Mannschaft war tot, gestorben an irgendeiner der vielen ansteckenden Krankheiten. Wir brachen die Türen auf und schafften die Leichen heraus. Niemals mehr würde die Welt so sein, wie wir sie kannten. Aber wir waren entschlossen, eine neue Welt aus den Ruinen zu errichten. Wir bauten die Landefelder wieder auf und brachten die alten Systeme wieder online. Wir waren schließlich so weit, um unser Projekt beginnen zu können.